Hallo Leute, vielleicht ist euch im letzten Video schon aufgefallen, dass mein Hintergrund so ein bisschen anders aussieht und ich habe ja auch schon mal gesagt, dass ich nicht dauerhaft in Mannheim wohne, denn ich bin schon wieder umgezogen. Ich zeige euch heute mein Zimmer. Ich wohne jetzt in Karlsruhe, aber wieder nur eine begrenzte Zeit und dann wohne ich wieder in Mannheim und dann wohne ich wieder in Karlsruhe und dann wieder in Mannheim und so weiter hin und her, bis mein Studium zu Ende ist. Aber falls ihr das nochmal genauer erklärt haben wollt, dann schreibt einfach einen Kommentar und dann erkläre ich euch das nochmal genau. Auf jeden Fall zeige ich euch heute, wie ich mein Zimmer eingerichtet habe. Ich wohne in einem Studentenwohnheim, das heißt, ich habe ein sehr kleines Zimmer, aber ich finde auch, dass es eigentlich echt süß ist und ich fühle mich ganz wohl und ja, viele Sachen waren hier schon drin, also das war teilweise schon möbliert, aber ich habe natürlich auch nochmal ein paar Sachen neu gekauft. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt einfach mal mein schönes Zimmer. So sieht's aus, wenn ich in mein Zimmer reingehe. Hier ist die Türe. Da hängt auch mein Schlüssel immer dran und ich sperre auch immer ab, weil sonst kann hier einfach jeder reingehen. Also jeder, der zumindest in meinem Stockwerk wohnt. Ich wohne in einem Studentenwohnheim. Und dann habe ich mir hier direkt mal einen Haken hingemacht, wo ich jetzt Regenschirm und gerade so einen Mantel hängen habe. Und dann kommen wir auch schon zur ersten Sache und zwar habe ich mir hier ein Schuhregal beim IKEA geholt. Es ist ein bisschen klein, weil es ist schon irgendwie voll ausgelastet, aber es ist auf jeden Fall besser als nichts. Und hier habe ich sonst auch noch Schuhe stehen und hier einen Akkuschrauber vom Zusammenbohren. Und dann würde ich sagen, zeige ich euch nochmal meinen Schrank. Der ist hier auf der anderen Seite. Ist natürlich auch nicht so groß wie in Mannheim, aber es reicht. Da habe ich hier nochmal Handtaschen und hier sind meine Klamotten an einer Kleiderstange. Dann habe ich hier oben noch ein Fach, da ist aber eigentlich nicht wirklich was drin. Hosen, kurze Hosen, hier unten ist Unterwäsche und sowas drin. Da unten ist mein Fahrradkorb und irgendein Krimskram. Und hier ist noch mein Koffer, ein paar Schuhe und in der Box sind Kleiderbügel drin. Aber ich denke, das ist jetzt vielleicht gar nicht so spektakulär, weil es ist echt etwas klein und ja. Dann haben wir hier meine Badtüre. Ich habe ein eigenes Bad. Da habe ich auch wieder so Haken, die gab es mal bei Tchibo. Und da habe ich so meine Handtaschen hängen und auch eine schicke Kette. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal ins Bad. So sieht mein Bad aus. Also ich habe hier ein Wäscheständer, da unten ist meine Wäsche, Mülleimer, Toilette, dann habe ich hier natürlich meinen ganzen Beauty-Kram. diese Boxen, die sind alle vom IKEA, das hier ist auch vom IKEA. Und ja, dann habe ich hier eine eigene Dusche, worüber ich sehr happy bin. Und der Duschvorhang, den habe ich mir im IKEA gekauft, der ist sehr nice, weil er hat so Fächer, das ist super praktisch. Also er ist echt nicht der schönste, aber er ist wirklich praktisch. Und hier habe ich dann noch ein Regal, das habe ich mir auch im IKEA geholt. Da sind jetzt halt meine ganzen Beauty-Produkte drin. Das war es eigentlich schon mit dem Bad, deswegen gehen wir mal raus. Und dann läuft man hier auch schon direkt auf meine Küchenzeile zu. Da habe ich mir hier einfach so ein Handtuch hingehängt, das habe ich aus Mannheim mitgenommen. Da unten ist nur Putzzeug und ein Mülleimer drin. Dann habe ich hier mein Abspülzeug. Also ich glaube, Küche ist für euch echt nicht interessant, oder? Hier ist mein Kühlschrank. Ja, geht so, ne? Das Interessanteste kommt nämlich gleich noch. Jetzt kommt erst noch ein Regal. Das war auch schon drin. Und ja, da habe ich hier oben einen Sandwichmaker. Dann habe ich hier meine Kameraausrüstung. Hier habe ich noch Essen und Tees. Dann habe ich hier mein Uni-Zeug. Und da unten sind eigentlich nur Vorräte und Töpfe und Teller und sowas drin. Und hier hinten habe ich jetzt immer meine Großvideoausrüstung stehen. Und zwar mein Licht quasi und mein Stativ. Und dann kommen wir auch schon zu meinem Schreibtisch. Ja, der war auch schon drin. Schreibtischstuhl übrigens auch. Und da habe ich mir eine Lampe besorgt, diese hier. Die fand ich ganz cool. Ich habe übrigens bei manchen Produkten auch noch Rabattcodes, bei dieser Lampe zum Beispiel auch, die setze ich euch gerne in die Infobox, also schaut da auf jeden Fall mal rein. Da seht ihr auch, wo ich die ganzen Sachen her habe, die ich mir zusätzlich noch besorgt habe. Und da sind jetzt so meine Terminkalender und hier lege ich jetzt auch immer meine SD-Karten drauf, damit die mir nicht verloren gehen, wenn ich ein bisschen Chaos auf dem Schreibtisch habe. Und hier sind Schubladen, da sind eigentlich nur Stifte
und ein bisschen Papier und sowas drin. Jetzt kommen wir zum interessantesten Teil und zwar meine Videoecke. Ja, hier ist erstmal noch mein Bett. Hier unten ist noch die Matratze, die vorher auf dem Bett war und die ist so steinhart, da will sich wirklich keiner drauflegen. Da kannst du dich auch mit dem Handtuch auf den Boden legen und es fühlt sich ähnlich an. Ich habe mir dann eine neue Matratze besorgt und Leute, die ist so bequem. Ich habe zweimal auf dieser ultra harten Matratze geschlafen und ich hatte so Rückenweh. Und ich habe ja eh ein bisschen Probleme. Ich habe ein bisschen Skoliose, also eine schiefe Wirbelsäule und ich bin Seitenschläfer. Deswegen ist es bei mir echt ein bisschen tricky, aber die hier ist ultra gut. Die habe ich mir im Internet bestellt bei Eve Mattress. Verlinke ich euch auch alles natürlich in die Infobox. Bis jetzt mit der Matratze hatte ich noch keine Rückenschmerzen. Ich bin mega zufrieden, also kann ich wirklich nur empfehlen. Dann seht ihr hier auch gleich noch ein paar Kissen. Das ist übrigens alles mein neuer Videohintergrund. Ein paar Kissen, die habe ich mir auf St. Carl Home bestellt. Und ich fand die mega schön, so das Muster und auch diese grauen, finde ich, passen voll gut zur Bettwäsche. Ich habe gedacht, wenn ich dann hier ein Video drehe, dann kann ich mich auch so ein bisschen am Regal anlehnen und es ist für mich bequemer, es sieht schöner aus. Deswegen habe ich mir hiervon 5 geholt, also das hier einmal, das hier zweimal und das hier auch zweimal. Das habt ihr jetzt gar nicht gesehen, ne? So, dann habe ich noch mein absolutes Lieblingsteil. Seht ihr das? Warte. Ich drücke rein und es geht so langsam wieder raus. Das ist so geil. Das ist so ein Visco-Kissen. Oh, das ist so geil, das Kissen. Also das ist so mein Schlafkissen. Das hier sind meine Deko-Kissen und das hier ist mein Schlafkissen. Ich habe mir eigentlich nur Sinnvolles gekauft. Nur Sinnvolles und Schönes gekauft, so. Dann würde ich sagen, nehme ich die Kamera wieder in die Hand und zeige euch ein bisschen was von meinem Regal, was ich da so drin habe. Und zwar habe ich hier jetzt eine Handtasche, Schuhe, meine Musikbox. Dann habe ich mir so ein kleines Bild bei Primark geholt. Und hier ist noch eine Handtasche und so ein Leselicht. Da stehen gerade Nagellacke. Aber wenn ihr eine Idee habt, was ich da in die Regale reinmachen könnte, damit es auch schön so als Videohintergrund aussieht, dann schreibt mir das auf jeden Fall mal in die Kommentare. Und da oben ist gerade aktuell nur Krusch drin. Und jetzt kommt noch was sehr Cooles. Hier ist mein... Wo bin ich denn? Also hier ist noch mein Uni-Rucksack. Und das hier finde ich so cool. Wenn man näher dran geht, sieht man das erstmal genau. Und zwar sind das alles nur Löcher. Das ganze Bild ist so ein Holzteil, nur mit Löchern. Und man konnte da sein eigenes Foto hochladen. Und ich habe eigentlich, habe ich erst gedacht, ich lade eins von meinem Hund hoch, aber die ist komplett schwarz mit schwarzem Fell und schwarzen Augen und dann hätte man, glaube ich, nicht so viel erkannt. Das ist jetzt ein Bild von mir, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd. Ich bin jetzt auch nicht der Mensch, der irgendwo ein Bild von sich in der Wohnung aufhängen würde, aber ich finde das einfach an sich schön. Ich finde, wenn man das Originalbild auch nicht kennt, würde man mich jetzt an sich auch nicht erkennen. Aber ich finde einfach das Bild an sich schön und ich finde diese Mache von diesem Bild einfach ultra cool und deswegen habe ich mir gedacht, gönne ich mir mal und ja, sonst sieht es da oben so leer aus und das gefällt mir eigentlich echt ganz gut so. Das, wo man dieses Bild bestellen kann, nennt sich Halftone und ich verlinke euch natürlich auch alles wieder in die Infobox, weil ich ganz genau weiß, dass diese Fragen kommen werden. Also schaut wirklich mal in die Infobox vorbei, ich verlinke da die ganzen Sachen, die ihr hier sehen werdet, die ich auch nur irgendwo im Internet finde oder wo ich die bestellt habe eben. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr mein Zimmer findet und wie es euch so gefällt und was ihr vielleicht anders gemacht hättet. Oder vielleicht habt ihr noch eine Idee, ich habe da hinten zum Beispiel auch noch ein bisschen Platz, vielleicht habt ihr noch eine Idee, was ich da noch hinmachen kann. Und dann würde ich sagen, war's das mit meiner Roomtour. Ihr seht mein Zimmer hier nochmal so als Ganzes. Und dann sehen wir uns nächsten Sonntag in meinem nächsten Video. Tschüss!